mussten einfach mal raus. Wir haben super schlecht geschlafen, vor allem super kurz geschlafen. Unsere Spülmaschine ist kaputt, die Waschmaschine, der Wasserhahn. Es wird eine neue Stromleitung gelegt, wir haben überall Bauarbeiter und ich habe irgendwas Schlimmes vergessen. Ach ja, wir kriegen diesen Wasserhahn nicht mehr repariert und überall an den Leitungen läuft Wasser raus. Und der Haupthahn ist aber fest und irgendwie eingerostet, ich kann ihn nicht zudrehen. Und bei uns ist das Drama so richtig aktuell und wir dachten, jetzt müssen wir einfach mal los und raus und haben uns eben den Bus geschnappt, einen Tee gekocht und sind jetzt hier hingefahren. Und mir geht es jetzt auch schon gleich um Welten besser. Einfach ein bisschen Abstand und mal keine Probleme sehen. Und deswegen machen wir uns jetzt bei nicht so schönem Wetter, eher Schmuddelwetter und Regen und Wind, trotzdem super schönen Tag. Und das Wetter ist nichts gegen die Baustellen, die zu Hause auf uns warten. Und deswegen ist es gerade voll die schöne Ausflucht hier. So richtig das typische Essen, was wir eigentlich auch gar nicht mögen. Also, nicht gar nicht mögen ist falsch, aber nicht oft essen. Aber einfach, weil es so ein verkorkster Tag ist, dürfen es sogar Nudeln mit Tomatensauce sein. Es ist gut, dass wir rausgefahren sind. Ja. Ist voll schön. Jetzt spazieren wir einfach noch ein bisschen rum. Jetzt machen wir gleich einen Powernap und da hängen. Ich finde es aber auch irgendwie ein bisschen schön, dass es jetzt so stürmisch und wild draußen ist und wir irgendwie so gezwungenermaßen hier drinnen sind. Das ist irgendwie auch mal was sehr Entschleunigendes, Entspannendes hat. Ja, ich meine, wann setzt du dich halt mal so hin und denkst, ja, ich mache jetzt nichts. Also, aber auch ohne dem Hintergedanken von, ich muss noch das und das und das machen, weil wir können jetzt gerade hier eh nichts machen. Wir haben auch nichts zum Arbeiten dabei, wir können hier nichts putzen, nichts aufräumen, nichts bauen. Wir können gerade sozusagen einfach nur hier liegen und warten, bis das Wetter wieder schön ist. Das ist, glaube ich, auch mal echt ganz schön. Kalt.
Als sich das Wetter dann wieder ein bisschen beruhigt hat, sind wir erstmal weitergefahren Richtung unserer alten Heimat und sind hier noch ein bisschen durch die Straßen geschlendert und haben den Abend ganz, ganz gemütlich ohne den ganzen Alltagsstress ausklingen lassen. Fahren wir jetzt wieder nach Hause? Ja, Ausgangssperre. Aber war doch voll schön, oder? Ja, war mega, mega, mega schön. Voll den guten Tag gehabt. Also war ein Scheißtag am Anfang, ehrlich zu sein, und jetzt ist es halt richtig schön. Das ist halt richtig gut. Also wenn ihr auch so einen Tag mal hattet, dann lasst alles stehen und liegen und fahrt einfach los. Oder ja, fahrt mit dem Fahrrad los, lauft los, egal, Hauptsache raus und weg.